Hier bin ich in Spanien bei meinem Co-Facilitator Katja, die ich seit ein paar Jahren habe und bin sehr, sehr dankbar, dass ich sie gekauft habe. Und wir haben ein Deal and Deliver, das ein bisschen anders ist, weil als ich sie gekauft habe, war ich nicht auf Suche, auf einen, zu einem Pferd zu haben. Ich habe ein Zuhause gesucht hier in Spanien und habe keins richtig gefunden, das mir so richtig, du weißt, es klickt. Und ich überlegte, kam der Raul an und hat gefragt, möchtest du ein Pferd kaufen? Ich so, nee, ich suche gerade ein Zuhause. Ich habe ein Hundeauto und möchte eigentlich zu Hause haben. Willst du kein Pferd haben? Dreimal hat er gefragt, dann bin ich zu Katja gegangen und hat sie gefragt, hey, warum sollte ich dich kaufen? Und nach einer Weile kam so ein Bild, so ein deutliches Bild. Du kaufst, bezahlst und ich habe ein geiles Leben. Und ich so, das mag zwar was ein bisschen anders sein, aber es hat die Niki schon irgendwie. Ich verstehe die. Und dann schaue ich mich an in mein Leben. Ja, ich habe keine Kinder, ich habe einen Hund, ich fahre durch die Welt. Ja, ich kann ein Pferd sponsern. In dem Moment wusste ich nicht ganz, wie das aussehen würde, dass ich wirklich ein Pferd habe. Und dann habe ich zu Ruhl gesagt, hey, wenn ich sie kaufe, muss sie aber bei dir bleiben und du musst sie auch so behandeln, als wäre deins. Perfekt, das war genau, was er wollte. Wo ich denke, manchmal ist es sehr gut fürs Geld, gewählt zu werden. Auf jeden Fall, seitdem habe ich sie jetzt mehrere Jahre jetzt. Und das hat mich natürlich auch eingeladen, mehr Kurse zu halten mit Pferden, mehr zu empfangen, mehr zu schauen, was kann ich hier von sie empfangen und auch zu kreieren. Und kam auch Conscious Rider natürlich. Und ich dachte, das wäre doch geil. Also habe ich dann angefangen, mit ihr auch zu facilitieren, Kurse hier zu halten, aber auch Kurse überall zu halten. Und da bin ich so dankbar. Das, was es bei mir bewirkt hat, das ist, was für eine Einladung für mich war, wirklich Fragen zu stellen, weil ich kannte nämlich nicht hundertprozentig aus mit Pferden und das war auch sehr neu für mich, obwohl ich reite, aber trotzdem, ich liebe Tiere, das ist ein größeres Tier und man muss natürlich einige Sachen beachten, aber die Einladung, dass sie geworden in mein Leben, wo ich auch gefragt habe, ich habe sie gefragt, hey, wie können wir miteinander reden? Kannst du es mir zeigen? Jedes Mal, wo ich gefragt habe, hat sie mir was Neues gezeigt. Was Neues mit mir kreiert auch. Und es war, als mein Gewahrsein einfach expandiert worden ist in eine andere Ebene. Und langsam habe ich verstanden, was Gary meinte. Alles, was er gelernt hat, hat er von Pferden gelernt. Ich kann auch inkludieren, dass ich sehr viel mit anderen Tieren sehr viel gelernt habe. Mein Hund hat mich extrem trainiert, in der Frage zu bleiben. Also sie hat es überhaupt nicht gemocht, wo ich Schlussfolgerungen hatte oder Ansichten oder Projektionen, was sie essen sollte oder wo wir hingehen sollten, spazieren oder wenn ich ihren Alter gesagt habe und Leute hatten Ansicht, das war so deutlich zu mir. Tiere gab es immer in meinem Leben. Nicht immer in meine eigenen, aber das bedeutet nicht, dass ich nicht davon empfangen kann und dass sie mir nicht beitragen können, ganz viel. Und hier stehe ich in Spanien, wo ich es liebe, wo ich viele mehr Kurse halten werde, aber auch gerne überall in der Welt. Denn ich merke in jedem Kurs, jedes Mal, wenn ich mit Tieren zusammen bin und ich Fragen stelle, das ist magisch. Und es können, eigentlich kann jeder das, aber jeder will es nicht. Also glauben, wir haben eine Vorstellung, wie eine Verbindung sein soll, wie eine Freundschaft sein soll, wie der Connection sein soll. Und wir haben oft Fantasiebilder und Gefühle, oh, das ist speziell, wenn es so ist. Aber was, wenn es so nicht sein muss? Und was, wenn ich bereit bin, wirklich zu schauen, hey, wie könnte meine Kreation sein mit einem Tier? Was erwarte ich mir? Dann ein bisschen Pottenbocken, glaube ich, ein bisschen loslassen davon. Weil für mich ist es eine Kreation, die beide eingehen und beide schauen, wo wir sind heute, wie wir weitermachen, jeden Schritt und weiter und weiter und weiter. Also nicht, was ich direkt anfangen kann, so wird es sein, sondern ich erforsche es und jedes Mal lerne ich mehr. Und das liebe ich. Ich liebe es. Und seit ich Conscious Rider Facilitator bin, es war ein Zugang, das ich zuvor nicht hatte. Was ich Gary sehr dankbar bin, weil er weiß ganz genau, was er da kreiert und wählt, uns zu sein und einzuladen und die Energie zu sein mit Tieren, mit Pferden. Ist der Hammer. Ist der Hammer. Was hätte ich das schon früher gewusst, aber so geil, was er da mit kreiert, bin ich sehr dankbar. Das hat meine Welt verändert, auch mein Business verändert, wie ich kreiere und wie energetisch ich viel mehr in Kontakt bin mit der Kreation, anstatt es kreieren zu müssen oder so soll es sein oder müssen Leute kommen oder ist interessant. Mein Geldfluss hat sich vollkommen verändert.
Das hat Xenia schon sehr viel beigetragen. Und sie hat auch mir gesagt, wie ich mit dem Universum wirklich co-kreieren kann. Und dann kam Katja und ich weiß, dass ich mit meinem Vater geredet habe. Das war eines der besten Business-Wahl, die ich machen könnte. Diese Investition in ein Pferd. Das muss man nicht, aber es war für mich passend. Ich habe wirklich gefragt, hey, ja, okay, ich kaufe sie. Und treffe sie ein paar Mal im Jahr. Sehr anders, alle fragen mich, warum ich sie nicht nach Schweden bringe. Sie hat ein geiles Leben hier. Das ist unser Deal and Deliver. Natürlich, das kann sich das ändern. Dass ich hier in Spanien wohnen würde oder in Portugal. Ja, ich würde sie wahrscheinlich mitnehmen. Aber sie liebt es auch hier zu sein. Und das ehre ich auch. Und jedes Mal, wenn ich herkomme, fragen mich immer Leute, kann ich sie kaufen? Ich so, nee, noch einmal ein Deal und der steht noch. Und da bleibe ich natürlich auch eine Frage. Aber ich würde wahrscheinlich nicht zu jemand anders verkaufen. Aber ich weiß, zu wem er sonst gehören würde. Also sie sonst gehören würde. Aber hier bin ich in Spanien. Bei Conscious Horse Conscious Rider Kurs. Und natürlich kommen mehr, wenn du jetzt nicht kommen kannst. Ich meine, es gibt immer Möglichkeiten auch. Es gibt so viel, dass wir jetzt schon empfangen können. Und ich finde es gigantisch, was hier möglich ist in dieser Welt. Also, ihr Lieben, willkommen zur Welt der Tieren. Muah.